Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich mir mal gedacht, ich reacte wieder zu älteren Videos von mir. Ich mache das jetzt schon, das Format, eigentlich seit einem Jahr, aber halt sehr unregelmäßig. Die letzte Folge vor einem Monat kam super gut an, deshalb dachte ich mir, komm, haust du noch eine Folge raus. Heute eine Special Edition Folge heute. Für Leute, die mich lange kennen, wissen, dass ich, wenn ich mega Langeweile habe, mal ein bisschen rappe. Und ich habe immer in meiner YouTube-Laufbahn immer so Spaß beim Rap-Track. Na, Track eigentlich nie, aber so ein paar Lines immer rausgehauen und mir ein Beat runtergelegt und gesagt, yo. Und heute reacten wir zu drei Tracks, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Zwei davon, eins davon ist auf nicht gelistet wiedergestellt, das gucken wir uns auch an. Könnt ihr euch nicht mal anschauen, weil es privat ist, aber zwei können wir uns anschauen. Also wir können uns alle drei anschauen, aber ihr nicht, also ihr wisst schon. Ja, wenn ihr wollt, dass noch eine Folge kommt, lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da. Und natürlich, wenn ihr nicht Abonnent seid, Abo, aber ich denke mal, ihr seid Abonnent. Und ja, wir gucken uns meinen ersten Track an, also das erste Mal, wo ich wirklich mir das, also mein Mikrofon genommen habe, damals halt ein anderes, ein Beat runtergepackt habe und einfach drüber gerappt habe, ohne Ahnung, wie man mischt. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch noch nicht, wie man Rap-Tracks abmischt und so. Ich habe ja keine Ahnung, weil ich bis jetzt vielleicht 10 Mal vom Mikrofon richtig mit Beat da gerappt habe. Und das erste Mal war Ende 2012. Habe ich damals eine Runde Minecraft Trouble in Mineville hochgeladen. Die ist auch gelöscht, diese Folge. Da habe ich einfach, die Folge heißt Kanakisch in Mineville. Ich habe am Anfang, wie werdet ihr gleich sehen, einfach einen Kommentar eingeblendet. Das heißt, Patrick, irgendwie, werdet ihr gleich sehen. Und da, zu diesem Kommentar habe ich mir einfach einen Track gemacht, der am Anfang des Videos gleich läuft. Und dann geht das Video, der Rest des Videos einfach nur Trouble in Mineville, 12 Minuten. Ich habe mir einfach für eine Folge gesagt, ja komm, machst mal einen Track. Ja, ich war damals schon ein fleißiger Dude. Und ich denke, würde mal sagen, schauen wir uns mal das erste Ding an und, oh Gott, es ist wirklich nicht gut, aber egal, es ist lustig gewesen. 3, 2, 1. Chabos wissen, wo der Patrick ist. Also aus dem Kommentar habe ich das einfach gemacht. Yeah, aha. Ha. Patrick 2013. Am Start. Mit Vollbart, heute keine Abschiede nach Kosovo. Eine Visumverlängerung. Oho, dieser ha. Text. Cheer. Chabos wissen, wer der Patrick ist. Also Patrick ist der in Lambo und Ferrari sitzt. YouTube-Partner Money Rich. Wissen, wer der Patrick ist. Gib mein Video an und gib ein Like, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Patrick ist. Immer noch derselbe Chabo, welchen du auf YouTube triffst. Wie er kommt, ist like it. Wissen, wer der Patrick ist. Wissen, wer der Patrick ist. Ha, cheer. Und jetzt dieser Cut. Nix. Instant Cut. Na, meine Chabos. Man hört Rauschen, Piepen und dann. Was geht da? Und diese Begrüßung. Na, meine Chabos. Was war ich für ein Aslak-YouTuber früher? Wow. Dann. Fast ein Jahr später. Mein zweiter Track, den ich mal gemacht habe. Das ist wirklich der zweite Track, den ich richtig gemacht habe. Mit so Mike und so. Und, den kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Hat ja jetzt 71.000 Aufrufe. Alles Gute, Rotpilz. Ein kleiner Track. Das habe ich gemacht. Also 18.03. Genau an diesem Tag hat Felix. Und ich kam von der Schule zurück und hatte kein Geburtstagsgeschenk für Felix. Und da dachte ich mir, ey, jetzt musst du was machen für den, irgendwas was schenken. Da habe ich mir gedacht, komm, schreib so ein paar Lines auf. Okay, dieser Text ist wirklich sehr schlecht. Und nimm's das schnell auf, lädt's hoch und er freute sich. Und es ist, ich würde mal sagen, mein Zimmer hat sich ein bisschen verändert. Ja, doch. Und ich würde mal sagen, wir hören mal rein. Oh Gott, Alter. Das geht ja eigentlich noch. Da habe ich ja extra so eine höhere Stimme gerappt. Und ja. Ich kenne die Texte auch alle aus und ich erkläre sie ja meine Tracks. Ah! Ah, oh, yeah! Petro der LP am Start! Nein, Spaß. Bin ja ruhig. Dieser Felix, AK Rotpilz, er ist 18, geht in den Club. Als der Rocky mit seinen krassen. Dieser Spit jetzt. Von den Armen, wow, dieser Spit. Er kommt mit seiner Sebeck. Hier ist die Line, cool, die Line. Er verfüllt dich mit nem Pilz und nem Köder. 18 Jahre alt, sag mal Felix. Dieser Mut. Ist dein Schwanz gewachsen? Ich glaube nicht, du kleiner Aslak. Yes.
auch mal mit so einer Stimme zu rappen. Was? Ja, hä? Das ist anstrengend. Wieso mach ich das? Ja, Felix, herzlich willkommen, mein kleiner Aslak, zu deinem 18. Lebensjahr. Ich hoffe, du fickst viele Bitches, gehst in den Club, scharf wird. Gönnst dir hart, du weißt dieser Bescheid, bald dies, das. Wieso scharf wird. Feier schön, leck mich am Arsch und verpisst euch. Oh shit, Alter. Ja, das hat aber auch gute Bewertungen bekommen, muss man sagen. Oh, Junge, Alter. In der Videobeschreibung der Link, wenn ihr euch das nochmal geben wollt. Und ja. Jetzt kommt das, mein schlechtester, bewertester Rap-Track, den ich jemals hochgeladen habe. Ich habe ja eigentlich nur 3 Stück hochgeladen, das sind eigentlich die ich hochgeladen habe. Dieser Track, zu meiner Verteidigung, zu meiner größten Verteidigung, das werdet ihr, wenn wir den Track jetzt gehört haben, am Ende auch sehen, ist damals für Varo 2, bevor Varo 2 lief, haben ja natürlich alle Teilnehmer trainiert, was das Zeug hält. Und ich habe immer im Livestream, immer wenn ich mit Kalle trainiert habe, mein alter Varo-Partner, trainiert im Livestream. Und da dachte ich mir, komm, heute machen wir einen Livestream. Und ja, warum eine langweilige Ankündigung? Man kann doch direkt einen Track machen, ne, dachte ich mir so. Weil wie viel Mühe ich gegeben habe. An den gleichen Tag habe ich mir die Idee, okay, mach ich einen Track, habe den Text geschrieben, bin sogar mit Musikvideo, bin mit der GoPro gegangen und bin einmal durch den Park einfach mal so gegangen, habe nicht mal gedacht, ob es synchron ist oder so und habe das dann sogar gemacht. Und ich finde, zu meiner Verteidigung, dass ich das an einem Tag hingeklatscht habe und ja, ist es nicht so schlecht, also es geht. Hat ein paar Disser, weil die Leute halt wirklich denken, will er uns jetzt verarschen, hat er sich die ganzen letzten Tage hingelegt, diesen Track zu machen, aber der wurde ja an einem Tag direkt die Idee kam, dass er das gemacht nur für Livestream-Ankündigungsvideo. Ja. Und die Sache, ich kann halt. Ich weiß nicht, ich gebe mir da nicht so Mühe, weil ich das nicht so ernst nehme. Ich mache das immer aus Spaß. Wenn ich dann Take mache, rap da rein, ist mir scheißegal, ob ich lispel, nuschel. Ja, es ist einfach so, wie es ist dann. Juckt mich nicht. Okay, lass mal reinhören. Oh, mit Musikvideo. Yeah. Varo 2014, Weihnachtszeit, Freunde, Jingle. Es werden Köpfe rollen. Ja. Gott, wie so schlecht das aufgenommen ist, wie schlecht das gemixt ist, nix. Ich hab immer geguckt, ob so Leute mich angucken, ey, so richtig behindert, ey. Dauernd bist du auf YouTube unterwegs, schaust dir ein paar Videos an und weißt genau nicht, auf was du stehst. Minecraft Gaming, Vlogs, Comedy, dazu sage ich nur eins: Prophecy. Denn in der Bestimmung ist es heute, den Slashim einzuschalten. Wie so ein Gangster. Ich kann so ein paar deiner Freunde gerne einladen. Dir steht im Prinzip alles freigestellt. Vergiss nicht, der Wecker ist um 18 Uhr eingestellt. Denn ab da weg in der Sack, nur Bube live zu nüsst du mir, indem ein Varo-Training stattfindet mit Kartel dem G. Natürlich ist das heute nicht der einzige Streamer, die kommen so lange. Wie schlecht! Warum schwarz-weiß? Von 18 bis 20 Uhr. Patrick, tu nicht auf Lines, du bist einfach nur schwul, yeah. Die Hook ist ganz okay eigentlich. Für hingeklatscht. Kannst dich rappen, kannst dich talken. Bei Varo kannst du deinen Tod nicht blocken. Du gehst zwar als erstes in der Höhle hinein, aber verlässt das Spiel dann mit einem heiligen Schein, yeah. Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Shakiri, aha. Penta, du denkst, nur weil du Varo gewonnen hast. Nee, das stimmt doch gar nicht. Da war doch was. Genau, du dachtest, nachdem du Bergmann getötet hast. Von denen du kleiner Schwarz, wärst du heftig im PvP. Ich bin gerade stolz in was, war gerade gefreestylt, improvisiert. Oh mein Gott, bin ich heftig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Schalt einfach heute um 18 Uhr rein. Das war eine Leistung-Erkennungsvideo. Patrick LP. Vergiss ein paar Stunden Livestreamerei und so. Was für eine Scheiße gemacht. Ja, yeah, du kleines Ei. Oh mein Gott, jetzt hab ich dir gegeben. Kleines oh mein Ei, Gott, mein Gott, da hab ich dir gegeben. Scheiße, Alter. Wie soll ich die Hände klatschen? Ja, mehr passiert da nicht. Leute, ich und das Schicksal, Hauptsache ich sag in dem Text, du gehst als erstes in die Höhle hinein und verlässt danach das Spiel mit einem Heiligenschein oder so. Weil ich dann, damit die alle so fertig machen wollte, dachte ich, ihr seid Noobs, ihr geht rein in die Höhle, stirbt. Und dabei bin ich in der ersten Folge, als ich in die Höhle reingegangen bin, von Creeper und Skeletten gefickt worden. Also richtig Ironie des Schicksals. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen irgendwie. Und wenn ihr mehr davon seht, wie gesagt, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, noch je nachdem, was ihr für eine... wann ihr das Video schaut. Und ich muss sagen, schaut noch die letzten Videos vorbei. Letzte Folge Chatroulette ist mega ausgerastet, war mega gut. Oder letzte Folge Masterbiss mit Revi, auch mega nice. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss!